Servus ihr Lieben und hallo Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu Manuel Aufgetischt. Das wird heute eine besondere Folge und zwar war ich vor 2 Wochen auf der UK Games Expo und da habe ich natürlich auch gespielt. Die Spiele seht ihr jetzt dann auch gleich, außerdem kriegt ihr noch ein paar Eindrücke von der Messe. Ich habe Riesenspiele gespielt, von der Messe habe ich ein ganz kleines Spiel mitgebracht. Ihr seht, es geht heute einfach mal kreuz und quer durch Spiele, die aktuell sind und auch ein paar ältere Sachen. Viel Spaß euch! Dann fangen wir doch direkt mit der UK Games Expo an. Die war Ende Mai und zwar in Birmingham. Ist eine Brettspielmesse und zwar, ich glaube, die größte in UK und die drittgrößte weltweit. Fühlt sich ein bisschen an wie eine Mischung aus der BerlinCon und der Spiel. Es sind 3 große Hallen. Eine Halle ist für Events, für Spiele, für Turniere und da ist auch der große Flohmarkt. Und 2 Hallen sind voll mit Brettspielen, Rollenspielen, Live-Rollenspielen, es sind auch relativ viele Tabletops, es ist viel Zubehör, also auch fürs Rollenspiel, viele Würfel. Ich meine, das hat in den letzten Jahren eh zugenommen, dass du zusätzlich zum Brettspielen auch viel Accessoires noch hast. Außerdem sind da auch natürlich Verlage, die es vielleicht nicht auf die Spiel schaffen, also viele kleine englische Verlage. Als erstes war ich dann am Ares-Stand und Ares kennt ihr vielleicht von Sword & Sorcery. Die haben ein neues Spiel, ich habe mir mal Notizen gemacht, weil ich doch einiges erlebt habe auf der UK Games Expo. Und zwar heißt es Cangatieros, das ist, spielt in Brasilien und jeder ist ein Gangleader. Und Ziel ist es, dass die Gang den meisten Ruhm anhäuft, also die berüchtigtste Gang zu sein. Und dafür hat jeder 7 Karten, jeder Spieler hat die gleichen 7 Karten und man wählt sich einen Anführer aus. Der Anführer, der ist asymmetrisch, den kann man dann auch hochleveln und der versucht natürlich seine Gang taktisch zu bewegen auf der Karte, die Polizei dort zu überfallen, um auch Ruhm einzuheimsen. Man kann Gold sammeln, dass man dann auch wieder natürlich in Ruhm eintauschen kann und es geht um die Kontrolle von verschiedenen Gebieten. Die 7 Karten, da wählt man 3 pro Runde aus. Die legt man vor sich ab. Wenn das alle gemacht haben, werden die Karten nacheinander quasi dann umgedreht. Aber die Reihenfolge, in der man die dann ausspielt, das kann man noch an den aktuellen Spielfluss anpassen. Es ist also so ein bisschen Programmierspiel mit nachträglicher Manipulation. Die Karten sind auch immer Ws. Die eine Seite ist eine Angriffsseite und die andere Seite ist zum Beispiel, man kann sich bewegen, man kann Ressourcen erwirtschaften von den Feldern, die man beherrscht. Das ist auch, also der Anführer, der bewegt sich als Figur rum und man kann auch immer Teile seiner Gang kann man dann auf dem Spielfeld platzieren. Und das Feld, wo der Anführer steht, das Einkommen bekommt man immer, egal was da ist. Und die anderen Felder, da bekommt man nur was, wenn man die Vorherrschaft, also die meisten Männchen dort stehen hat. Das heißt, man muss sich auch taktisch ganz cool bewegen und kann dann so sehr, sehr viele Ressourcen bekommen. Oft versucht man auch einfach nur seinen Anführer aufzuleveln. Also das heißt nur, der Anführer, der sagt, wie stark man zum Beispiel im Kampf ist oder wie viel Schilde man hat. Also es gibt immer eine Fernkampfphase, dann muss man natürlich entsprechend Schilde haben und dann gibt es eine Nahkampfphase. Und die Nahkampfphase, da helfen dann die Schilde nicht mehr. Aber natürlich kommt die Nahkampfphase erst nach der Fernkampfphase. In dem Spiel wird auch nicht gewürfelt, sondern es werden Karten gezogen. Das heißt, der Zufall ist da ein bisschen ausgeglichener. Finde ich eigentlich ganz schön bei so einem taktischen Spiel. Wir haben nur eine Runde gespielt und auch nur zu dritt hatten wir gespielt. Das heißt, ich habe einen kleinen Eindruck von dem Spiel. Aber natürlich kenne ich jetzt noch nicht so die Tiefen, wie unterschiedlich, wie gut ausgebalanced sind die verschiedenen Lieder. Aber es macht schon mal einen ganz coolen Eindruck und das Setting ist halt unverbraucht. Das ist in Brasilien so, bei vielleicht so zu den Italo-Western-Zeiten, würde ich jetzt sagen. Es fühlt sich so ein bisschen so an. Außerdem hat Ares natürlich das Herr der Ringe-Kartenspiel, das ich noch nicht gespielt habe. Ich vermute auch, dass das nicht meins ist. Da gibt es die erste Erweiterung dazu. Und für Sword & Sorcery, für die große Serie von Ares, kommt natürlich auch jede Menge neues Zeug raus. Ich glaube, da kommt demnächst auch nochmal ein Kickstarter. Ich hatte Sword & Sorcery ja auch schon, da war ich im ersten Kickstarter drin. Und mir war es ein bisschen zu kleinteilig. Aber für Leute, die gerne Rollenspiele spielen oder auch gerne eine Geschichte miterleben und über diese Kleinteiligkeit hinwegschauen können, ist das eine ganz coole Sache. Ist ja in der Community auch ganz gut angekommen. Also Becky von der Nische, ich glaube, das ist sein Lieblingsspiel.
Als nächstes war ich bei Sit Down. Und Sit Down ist mir das erste Mal über den Weg gelaufen bei Magic Maze. Und die haben als aktuellstes Spiel ist Tiwanaku. Das ist eine Mischung aus Minesweeper, also das auf den alten Rechnern, wo du dann immer anklickst, die einzelnen, also ein Feld mit Rastern unterteilt und du klickst ein Feld an und dann zeigt es dir an, wie viel der angrenzenden Feldern, auf wie vielen der angrenzenden Feldern ist eine Bombe. Und sobald du auf eine Bombe klickst, hast du natürlich verloren. Und so musst du dann deduzieren, wo die Bomben sind und wo du hinklicken kannst. Und Tiwanaku ist Minesweeper gekreuzt mit Sudoku. Ist jetzt geht auch durch die Social Medias, habt ihr bestimmt schon gesehen. Ich blende euch jetzt hier nochmal kurz ein Bild dafür ein. Es ist ein, ich habe es nicht gespielt, muss ich gestehen. Aber was sie mir erklärt haben, ist es, was es auszeichnet, ein Deduction-Spiel, wo man eine hohe Interaktion hat, weil man spielt ja auf dem gleichen Feld. Und bekommt dadurch recht viele Informationen auch von den anderen Spielern schon immer. Weil die natürlich auch deduzieren. Das ist ja das, was mir bei Search for Planet X nicht so gut gefallen hat. Das hat sich für mich sehr solitär angefühlt, als wenn man halt, als würde jeder sein eigenes Spiel spielen. Und da ist es, glaube ich, durch diese kombinierte Spielfläche, auf der man spielt, hat man einen höheren Grad der Interaktion. Außerdem habe ich Redwood gesehen. Das ist auch ein Kickstarter gewesen. Hat so eine ganz schöne weiße Schachtel. Ihr seht hier das Cover und in der Mitte dieser Ausschnitt von dem Wald mit den Tieren drauf. Also von der Optik finde ich sehr, sehr schön. Und es hat auch ein rundes Spielfeld. Man hat Fotografen und bewegt sich in diesem Wald. Und die Fotografen haben unten einen Slot, da kann man dann so eine Schablone einklicksen. Und das ist dann die Bewegungsschablone. Und man bewegt sich durch diesen Wald und mag dann immer, wenn man am Ziel ist, klickst man die nächste Schablone ein. Und die ist dann das Objektiv, das man benutzt. Also entweder ein Weitwinkel oder ein Tele. Und alles, was in diesem Winkel von dem Objektiv drin ist, das kommt dann aufs Foto. Und man hat, glaube ich, verschiedene Aufträge. Man muss bestimmte Tierarten drauf haben, bestimmte Landschaftsregionen. Die Sonne wandert auch immer ums Spielfeld und wenn man jedes Mal die Sonne drauf hat, weil man immer in die gleiche Richtung schaut quasi, dann gibt es Minuspunkte. Konnte ich auch nicht spielen. Der Prototyp war auf der Messe, das heißt, ich konnte ihn mir anschauen, aber alle Tische waren voll. Also und halt nicht mit Redwood. Aber auf der Spiel in Essen wird es Redwood auf alle Fälle zu sehen geben. Was mich überrascht hat, ist die Figuren von den Fotografen, die waren auch sehr scharf und sehr detailliert. Und ich mag halt immer runde Spielbretter. Also das könnte, ich glaube, das ist eher ein Lightweight-Game. Deswegen habe ich da wahrscheinlich eher nicht so die Leute dazu. Aber ich würde es gerne mal spielen, einfach nur, weil es so ein bisschen ungewöhnlicher ist. Es erinnert mich ein bisschen an dieses Piratenspiel, wo man auch mit so einer Schablone ein bisschen rumzeichnet und sich so bewegt. Das finde ich eigentlich immer ganz interessant, so ein bisschen außergewöhnlicher. Und dann kommt noch eins raus, das habe ich mir aufgeschrieben, und zwar Maps of Mystera. Da weiß ich nicht, ob der Kickstarter schon durch ist, das blende ich euch auch gleich nochmal unten ein. Und das ist, man erkundet quasi einen neuen Kontinent und es gibt Landschaftsplättchen. Der erste, der ein Landschaftsplättchen definiert, sagt quasi, da waren Berge. Und das sind so lange nicht wirklich Berge, bis ein zweiter Spieler auch nochmal sagt, dass das Berge sind. Also der muss das quasi bestätigen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, hat jeder Spieler quasi so eine Wunschkarte, wie die Insel ausschauen soll, mit bestimmten Konstellationen, die er erfüllen möchte. Und so musst du jetzt reihum versuchen, dass diese Konstellationen passen. Ich glaube, es war kooperativ mit der Möglichkeit, das Ganze auch competitive zu spielen. Natürlich ist die Kommunikation dann eingeschränkt, wenn man das kooperativ spielt. Das ist immer schwierig, weil wie genau definierst du diese eingeschränkte Kommunikation? Am einfachsten ist natürlich, ihr dürft überhaupt nicht miteinander reden. Aber dann klappt es halt auch oft nicht. Und genauso wie bei Magic Maze zum Beispiel, gibt es ja auch diese Kommunikation, dass du den Plöppel jemand anderem vor die Nase donnern darfst. Manche setzt es sehr unter Stress. Ich finde es ganz cool und erzeugt eine coole Dynamik am Tisch. Ich weiß, dass es in Maps of Mystera gibt keinen Plöppel, den du dann vor die Nase knallen darfst. Also da kann ich euch beruhigen. Aber es wird wohl eine eingeschränkte Art der Kommunikation geben. Ja, hat mich überrascht. Ich hatte bei Sit Down jetzt nicht irgendwie
ein Highlight im Kopf oder irgendwie sowas, was demnächst mal kommt, aber Redwood hat mir echt ganz gut gefallen und dieses Maps of Mystera würde ich mir mal anschauen. Kommt dann zur Spiel wahrscheinlich raus. Weiter ging's bei Paverson Games, die haben das Tilt gemacht und mit dem Dave Beck habe ich ein Interview gemacht. Das dürft ihr euch gerne angucken. Das ist vor einer Woche ungefähr erschienen. Ich verlinke das mal, wenn ich das hinbekomme. Der Dave ist ein super entspannter, sehr offener Typ, mit dem das Interview richtig, richtig viel Spaß gemacht hat. Das neue Spiel von ihm ist Luthier. Das ist anscheinend oder wird ein Riesenklopper. Ihr seht jetzt wahrscheinlich gerade einen kurzen Videoschnipsel, ein Riesenspielfeld. Und schaut auch ein bisschen komplexer aus, glaube ich, als Distilled. Ansonsten, was mir bei Distilled ja nicht so gut gefallen hat, war die Optik. Luthier wird vom Vincent Dutré illustriert. Also da können wir uns auf einiges freuen. Weiter ging es dann zu Dranda Games. Da bin ich ursprünglich hingegangen, weil ich mir Solas 4 anschauen wollte. Da seht ihr jetzt ein Bild davon. Das ist ein Dice Placement, Dice Manipulation Spiel. Und das fand ich optisch sehr ansprechend. Hatte aber dann nach der Erklärung, dachte ich mir, ja, ist vielleicht ganz nett. Aber was ist denn das kleine Spiel mit den Eisenbahnen und der netten Insel da hinten? Und dann habe ich mir Isle of Trains angeschaut. All Aboard, das ist die Neuauflage. Da werde ich euch später gleich nochmal was dazu erzählen, weil ich habe seitdem nämlich noch zweimal gespielt. Da kriegt ihr einen kleinen Eindruck. Und es gibt noch ein neues Spiel, das wohl zu Essen rauskommen wird. Da ist aber der Name noch nicht ganz klar. Ihr seht jetzt mal ein paar Bilder. Ist, glaube ich, ein koreanisches Spiel. Und recht viel ist dazu tatsächlich noch nicht bekannt. Ja, es erinnert mich von der Optik her so ein bisschen an Bitoku, also so leicht pastellige Töne. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wollen die den Namen im Crowdfunding wählen lassen. Also ich hoffe, sie machen Vorgaben, weil ansonsten kommen da nur völlig unbrauchbare Namen raus. Also da bin ich gespannt, was aus dem Spiel wird. Das schaut schon mal ganz interessant aus, aber leider gibt es dazu noch nicht viele Informationen. Am nächsten Tag haben wir uns dann mal angeschaut, was Ellicat dabei hat und da ist natürlich erstmal Arborea ins Auge gestochen wegen der Optik. Der Kickstarter ist, glaube ich, schon durch. Es kann sein, dass es einen Late Pledge gibt. Den würde ich dann mal hier unten verlinken. Arborea ist ein bisschen wie Zolkin. Es gibt Förderbänder, da stelle ich meine Arbeiter drauf. Und je länger die darauf stehen bleiben, desto wertvoller werden die Aktionen. Es ist halt nicht so schön umgesetzt mit diesen Zahnrädern, sondern man schiebt Plättchen weiter vor. Außerdem baut man sich eine Engine auf. Also man versucht, eine Landschaft aufzubauen, die unterschiedliche Eigenschaften hat, um quasi, ich weiß nicht, ob es ein Zoo für Monster ist oder ob du einfach nur die Landschaft so aufbaust, dass sich Monster dort besonders wohlfühlen. Also du baust diese Landschaft auf und sammelst dann Monster, die in dieser Landschaft leben. Und je nachdem, ob das Monster zu der Landschaftsart passt, beziehungsweise zu den umgebenden Monstern, gibt es dafür Punkte. Also setzt sich das Spiel wieder aus zwei Sachen zusammen, das Arbeiter einsetzen, wo die Arbeiter immer wertvoller werden und dieser Punktegeneration. Ja, es funktioniert. Problem bei uns war, dass die Spielerklärerin das Spiel davor noch nicht gespielt hatte und wir uns so müßig die Regeln zusammenstopseln müssten. Gott sei Dank ist dann ein anderer Erklärer noch vorbeigekommen. Das war dann einer von den Lead-Designern von Ellicat Games. Der hat uns das dann nochmal ein bisschen ausführlicher erklärt und dann haben sich die Sachen schon auch weiter erschlossen. Ich bin mir nicht sicher, ob das Spiel außer der Optik auch wirklich, also es ist auf alle Fälle ein solides Spiel, aber ob ich dann nicht lieber Zolkin spiele. Da müsste man noch ein, zwei Runden spielen. Schaut auf alle Fälle sehr schön aus. Großes Spielbrett, tolles Material, aber das ist halt bei Kickstarter heutzutage eh üblich. Was mich dagegen begeistert hat, würde ich sagen, ist Autobahn. Das kommt ja bei uns, also ich glaube, es ist letztes Jahr auf der Spiel eh schon erschienen. Das habe ich da jetzt endlich mal spielen können und bei uns kommt es von Strohmann Games raus. Und Autobahn ist, ja, wir bauen die deutsche Autobahn. Das heißt, man hat eine Karte von Deutschland. Es gibt in den Randgebieten natürlich Straßen auch noch zu unseren Nachbarn. Da kann man handeln. Und was auch ganz witzig ist, man spielt in drei Zeitaltern. Und der Osten,
Deutschlands wird erst, ich glaube, im letzten Zeitalter zugänglich. Was ich ganz cool finde, dass sich die, also es ist ja doch ein relativ großer Teil auch von dieser Autobahn, dass sich das Spielbrett so massiv im Laufe des Spieles dann nochmal ändert. Wenn man am Zug ist, spielt man eine von seinen Handkarten. Und zwar haben die Handkarten haben verschiedene Farben auf eine von den Action-Slots. Und je nachdem, wie man die kombiniert, also Farbe zu dem Action-Slot, kann man unterschiedliche Aktionen machen. Man kann die Autobahn ausbauen, man kann Tankstellen bauen, man kann überhaupt erstmal eine Straße bauen, man kann mit einem LKW durch die Gegend fahren, das ist dieses Verladen, was ich gesagt habe. Und der LKW fährt natürlich abhängig davon, wie viele Tankstellen es gibt und wie gut die Autobahn bisher ausgebaut ist. Mit dem LKW schaltest du zum Beispiel zusätzliche Boni frei. Außerdem hat jeder noch ein Tableau und auf dem Tableau kannst du auch nochmal mit Schlüsseln, das ist eine weitere Aktion, kannst nochmal zusätzliche Fähigkeiten freischalten. Also ein bisschen Tableau-Builder, Netzwerk-Building und Action-Selection über eine zweistufige Auswahl, Farbe und Aktion. Fand ich ganz cool. Die Optik, finde ich, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es erinnert mich an, boah, wie heißt denn das nochmal? Planet X. Plan B. Quatsch. Plan B? Planet B, mein Gott, Flo. So ein bisschen zu quietschbunt. Santa Maria, so in der Richtung vielleicht. Aber spannend. Also das werde ich mir auf alle Fälle auf der Spiel nochmal genauer anschauen. Weiter ging's. Was haben wir denn noch alles gemacht? Die haben wir, die haben wir. Ja, am letzten Tag war ich dann bei Studio Mithal aus Schweden und die kennt ihr vielleicht von Beast. Beast ist ein One versus Many Spiel. Und da bin ich ja immer sehr skeptisch bei One versus Many, wobei man dazu sagen muss, meistens ist es so, dass ich einen Dungeon Crawler spiele. Einer spielt den Overlord und die anderen spielen die Helden. Und da ist es eher so ein Gefühl für mich, dass man der Spielleiter ist und die Abenteuergruppe irgendwie ein schönes Erlebnis haben soll. Bei Beast ist es aber so, dass der eine das Beast ist und die anderen die Jäger sind. Und da ist es schon viel klarer für mich, dass das Beast halt auch einfach gewinnen will. Ja. Es gibt viele verschiedene Biester, die alle unterschiedlich sind. Und es ist so ein Hidden-Movement-Spiel. Ich habe es mir auch leider nur erklären lassen, weil alle Tische waren mal wieder voll. Das war auch so ein Ding auf der Messe. Am Freitag ging es einigermaßen, am Sonntag ging es einigermaßen und am Samstag war einfach alles randvoll. Ja, da war es so Spiel, so voll wie auf der Spiel ungefähr. Und deswegen fand ich es, ja, also Freitag und Sonntag war super. Und Samstag, ich glaube, das nächste Mal schaue ich, dass ich am Samstag meine Termine mache und den Freitag und den Sonntag nutze, um irgendwelche Spiele zu spielen. Gut, zurück zu Beast. Ich glaube, da könnte für mich One versus Many gut funktionieren. Vielleicht kriegen wir demnächst auch ein Beast, um das mal Probe zu spielen. Ansonsten werde ich es mir in Essen anschauen. Kommt jetzt auch demnächst nochmal irgendwie ein Kickstarter mit einer Erweiterung raus. Aber ich glaube, in der Grundbox ist tatsächlich schon so viel Zeug drinnen, dass das erstmal reicht. Müsste jetzt auch gerade im Retail sein. Könnt ihr gerne mal gucken, wenn euch das interessiert. Dann konnte ich mich auch noch mit Justin Gary unterhalten von Stoneblade Entertainment. Der hat mir unter anderem von der neuen Season für Soulforge erzählt. Das ist eine Mischung aus Keyforge und Magic, wobei Keyforge ist ja auch schon so ein bisschen Magic. Spannend dabei ist, dass die Decks aus Halbdecks bestehen und man mischt zwei Halbdecks zusammen und spielt dann mit denen. Also man muss kein Deckbuilding oder man kann gar kein Deckbuilding machen. Was ich ganz spannend finde. Also das wäre wahrscheinlich eher meins. Außerdem gibt es demnächst einen neuen Kickstarter zu Shards of Infinity, die Ultimate Box, wo dann alles drin ist mit allen Promokarten. Vorläufig jetzt erstmal, glaube ich, nur auf Englisch. Aber bei Hoch ist ja jetzt gerade das Grundspiel, also das Grundspiel von Shards of Infinity mit der ersten Erweiterung rausgekommen. Und Shards of Infinity ist ein Deckbuilder mit unglaublich krassen Finalfähigkeiten. Also man baut quasi, man kann ganz normal Siegpunkte sammeln, aber es gibt auch noch einen zweiten Weg zu gewinnen, indem man für seinen Hauptcharakter die Ultimate-Fähigkeit immer weiter hochpusht und wenn man die triggert, dann hat man auch direkt gewonnen, weil der irgendwie unendlich Schaden macht oder sowas. Also
ein klassischer Deckbilder mit so einem kleinen Twist nochmal. Und die Erweiterungen, die bringen unter anderem eine Story-Kampagne rein mit so einem Abenteuerspielbuch, soweit ich weiß. Außerdem habe ich noch Ascension Tactics gespielt, was Ascension, den klassischen Deckbilder, mit einer taktischen Karte verbindet. Auf einer Arena hat man verschiedene, also so ein bisschen wie Capture the Flag, zumindest das Szenario, das wir gespielt haben, ich bin mir sicher, da gibt es ganz viele verschiedene Szenarien, gibt es verschiedene Punkte und ich bewege meine Avatare auf dem Spielfeld und zwar indem ich Karten ausspiele. Und im Gegensatz zum normalen Ascension, wo ich Karten ausspiele, Karten kaufen kann und Monster besiegen kann, habe ich hier halt Karten, die ich ausspiele, wo ich dann meine Figuren bewegen kann, die dann triggern kann und aber auch zusätzlich Karten reinkaufen kann. Also es erweitert das Ganze nochmal um eine zusätzliche Ebene. War auch ein Kickstarter, gibt es als Standy-Version und als Figuren-Version, was ich ja immer ganz cool finde. Bei den Jungs von Eerie Idle Games war ich auch wieder und zwar arbeiten die noch immer an ihrem Old King's Crown. Das ist ein Tug-of-War-Spiel mit asymmetrischen Fraktionen. Schaut unfassbar schön aus. Ich habe jetzt auch einen Blick auf die Schachtel werfen können. Schaut ein bisschen fast wie ein Wimmelbild aus. Und das Schöne ist halt, dass das Artwork auch um die Schachtel rumgeht. Also ich glaube hinten nicht drauf, aber komplett der vordere Schachteldeckel ist rundrum mit dieser wunderschönen Grafik bedruckt. Und soweit ich weiß, werden sie sich auch sehr zurückhaltend, was irgendwelche Logos und solche Sachen auf der Spieleschachtel angeht. Also es ist wieder ein Hingucker fürs Regal auf alle Fälle. Und sie haben auch nochmal ordentlich an dem Spiel gearbeitet. Cole Verley war unter anderem auch mit am Stand, weil Leder Games wohl mit eingestiegen ist und sie ein bisschen bei der Entwicklung unterstützt. Und das verheißt vermutlich nur Gutes. Ja. Also auch, dass Cole Verley sich dafür interessiert, was die Jungs da machen, spricht dafür, dass das ein Spiel ist, das man vielleicht im Auge behalten soll. Weiter, seitdem ich das letzte Mal habe ich sie auf der BerlinCon getroffen, da habe ich auch hier ein Interview für euch, haben sie zum Beispiel Ereigniskarten mit eingeführt. Und ich vermute mal, dass es jetzt keine Risiko- oder Monopoly-Ereigniskarten sind, die einfach super swingy sind, sondern wohl so ein bisschen Game-Breaker-Regeln-Ereigniskarten. Ja. Ich konnte es tatsächlich leider auch nicht spielen und ich glaube, sie sind in Berlin dieses Jahr auch nicht dabei, aber dafür auf der Spiel. Da solltet ihr mal ein Auge aufhalten. Ein Highlight habe ich dann noch ganz zum Schluss gefunden, und zwar Amass von Dark Frontier Games. Das ist ein konfrontatives Dice-Placement-Spiel mit versteckter Action-Auswahl. Aber ich würde vorschlagen, da schauen wir jetzt einfach uns mal eine Runde an. Awesome! I like that. To minor wing.
knew you had that as well. I was like, oh no. Are you good? I'm gonna play Mining Spike, which adds one blue resource to each blue mine. You gonna play any more cards? That kills one of them. Yeah. See? So you remove one of them to mine a wound. So you go to the two nasty cards, save them to the critical mine. Okay, are you done playing any command cards? Are you playing any more? Und damit wisst ihr jetzt eh schon, wie das Spiel geht. Ihr seht, es ist sauber designt, es gibt nicht allzu viel, ist trotzdem taktisch. Es verändert sich tatsächlich auch im Laufe des Spieles. Je nachdem, ob jetzt einer ganz viel zum Minen geht und seine Reichtümer anhortet, dann wird er natürlich mehr angegriffen. Also das Spiel balanciert sich so ein bisschen aus im Laufe der Zeit und das Pacing ändert sich auch, der Fokus ändert sich. Also für ein Erstlingswerk finde ich das wirklich beachtlich. Und der Designer war einfach auch sehr sympathisch. Der hat wahrscheinlich auch nochmal 30% der Spielerfahrung am Spieltisch ausgemacht. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie damals bei Feed the Kraken, wenn der Michael den Captain gemacht hat. Das war alleine schon ein Erlebnis. Amaz kommt natürlich jetzt nicht mit dem Designer in der Schachtel. Aber auch so ist es für die Leute, die so ein bisschen auf taktische Konfrontationen und so ein schnelles Spiel mal stehen, auf alle Fälle einen Blick wert. Alles in allem hat mir die UK Games Expo richtig gut gefallen und es liegt bestimmt mit daran, dass die genau an dem Sweet Spot liegt. Die ist nicht zu groß, aber trotzdem gibt es viel zu entdecken. Es sind viele große Verlage da, es sind auch viele Designer da, es gibt viel zu entdecken und in diesen 3 Tagen, da schafft man tatsächlich auch alles. Der Samstag war ein bisschen voll, aber Freitag und Sonntag war richtig cool. Also wenn ihr mal die Gelegenheit habt, ich finde, es lohnt sich.
Ich habe es auch endlich mal geschafft, beim Sven zu spielen, vom Brett Ballett. Grüße gehen raus. Der Jim und die Joanna waren auch mit dabei. Und zwar haben wir angefangen mit der Neuauflage von Kyklades, der Legendary Edition. Die kommt demnächst auf Kickstarter. Da könnt ihr gerne hier mal gucken. Ist, wie gesagt, eine Neuauflage. Optisch natürlich ordentlich aufgebohrt. Da ich die erste Version nicht gespielt habe, kann ich euch leider nicht sagen, ob sich das mechanisch unterscheidet. Aber ich vermute mal, dadurch, dass es eine Neuauflage ist, ist es relativ nah dran. Kyklades ist eine Mischung aus Area Control, einem interessanten Beat-Mechanismus, der gerne auch mal ein bisschen frustig ist für einzelne Leute, und einem sehr großen Teil American-Style-Game. Das heißt, der Zufall sollte nicht außer Acht gelassen werden. Vor allem, was Monster und Helden angeht. Das sind besonders mächtige Karten, die ihr euch im Laufe des Spiels holen könnt. Ja, und da können ganz gerne mal vielleicht ein bisschen frustige Momente entstehen. Als erstes, also wir bauen eine Karte auf, das ist auch ganz cool, weil die Karte ist modular. Das ist, glaube ich, ein Unterschied zur normalen Version oder zur ursprünglichen Version, mit lauter Inseln und Meer dazwischen. Und auf manchen Feldern bekommt man Einkommen, also Wohlstand. Also man verteilt sich am Anfang und je nachdem, wo man sitzt, bekommt man erstmal Geld. Und das Geld setzt man ein, um auf Götter zu bieten. Und es gibt immer genauso viele Götter, wie Mitspieler im Spiel sind. Davon rotieren 5 Stück, glaube ich, waren es durch und einer ist immer fix. Der eine, der fix ist, fragt mich jetzt bitte nicht, was das für ein Gott ist, der gibt immer Einkommen, also gibt quasi nochmal ein Bonuseinkommen. Aber das fühlt sich auch so an, als wäre das so eine Aussetzrunde, weil man sonst keine coolen Aktionen macht. Aber man bereitet sich quasi vor auf die nächste Runde. Und die anderen Götter, die lassen einen Gebäude bauen, die lassen einen Schiffe bauen, Armeen rekrutieren, mit Monstern was machen. Also die sind so das Fleisch des Spiels. Und da bietet man jetzt drauf. Und der Spieler, der dran ist, gibt so viel Geld aus, wie er im Endeffekt möchte und setzt seinen Stein da ein. Also er gibt das Geld nicht direkt aus, aber er sagt, er möchte das ausgeben. Der nächste Spieler setzt sich dann auf, bietet dann auch, und zwar auf einen der Götter. Und wenn er auf den gleichen Gott bietet und den ersten Spieler überbietet, dann bekommt der erste Spieler seine Figur wieder zurück und muss dann direkt wieder woanders einsetzen. Und so bietet man sich nach und nach hoch. Dadurch, dass es aber genauso viele Götter wie Spieler gibt, kriegt immer einer diesen Aussetzgott. Und das ist eine ziemlich krasse Timing-Geschichte, wann man jetzt aussetzen kann am besten. Und dadurch, dass die anderen Götter so durchrollieren, ist es halt auch so, dass zum Beispiel Poseidon, der dir die Schiffe baut, oder dir erlaubt, Schiffe zu bauen, wenn der jetzt rausrolliert, dann dauert es erstmal wieder 2 komplette Runden, bis der überhaupt wieder da ist und die Möglichkeit besteht, Schiffe zu bauen. Also das muss man sehr, sehr gut im Auge behalten. Die Gebäude baut man, um Städte anschließend bauen zu können, und die kann man bauen, sobald man alle 4 verschiedenen Gebäude gebaut hat. Die meisten Gebäude geben irgendwie so einen kleinen Bonus, nur die Bibliothek, glaube ich, die bringt nichts. Da ist ihnen vielleicht nichts eingefallen. Und sobald man 4 verschiedene Gebäude hat, darf man eine Stadt bauen. Und sobald ein Spieler 3 Städte hat, ist das Spiel sofort vorbei. Es gibt noch die Möglichkeit, Gelehrte einzusetzen. Wenn du 4 Gelehrte hast, dann kannst du auch eine Stadt bauen. Die bekommt man über eine von diesen Götteraktionen, die Gelehrten. Oder jeder Held hat auch die Möglichkeit, eine besondere Möglichkeit, eine Stadt zu bauen. Also zum Beispiel, hab 15 Gold und gib die aus. Oder kontrolliere 7 Gebiete. Oder hab alle deine Schiffe auf dem Spielfeld. Also es gibt nochmal eine so eine zusätzliche Möglichkeit. Die hat aber normalerweise nur der diesen Helden angeheuert hat. Wenn man jetzt aufeinander trifft, dann würfelt man. Das Gute ist, die Würfel gehen nur von 0 bis 3. Also da ist der Zufallsfaktor ein bisschen eingeschränkt. Was krass ist, sind die Monster. Die bekommt man quasi als Sekundäraktion bei den meisten Göttern, bis auch bei dem Aussetzgott, kann man sich ein Monster dazu kaufen. Und die sind manchmal Einmaleffekte und manchmal bleiben die auf dem Spielfeld. Da muss man sie dann zwar immer wieder mit einer Priesterin füttern, die besänftigt das Monster dann, aber die sind teilweise schon ganz schön krass. Ich hatte recht früh den Kraken und der hat einfach meine komplette Flotte vernichtet. Ich hatte den Cerberus, der gibt mir das Einkommen von einem Feld, auf dem ich Cerberus stelle. Und ja, dann habe ich halt einfach viel Einkommen gekriegt. Ich habe dann zwar am Ende auch nicht gewonnen, aber das kann sich ganz gerne mal ein bisschen unfair anfühlen. Aber ich finde, die meisten, also da gibt es mehrere Effekte, die relativ stark sind und sich deswegen vielleicht mal frustrierend anfühlen. Ich muss gestehen, für mich ist das Spiel nichts. Das ist mir zu konfrontativ und zu zufällig. Aber die Mechanismen funktionieren.
Beim Bieten hat man manchmal das Gefühl, ja super, jetzt schmeißt ihr mich da alle raus, ich habe nicht genug Geld, jetzt muss ich schon wieder diese Aussetzaktion machen oder da, wo ich jetzt noch rein kann, das bringt mir gar nichts. Also das fühlt sich auch manchmal ein bisschen unschön an, aber ansonsten finde ich, ist es ganz clever designt. In dem Kickstarter wird es wohl eine Stanley-Version geben, was ich gut finde, weil dann ist es günstiger, und eine Figuren-Version. Bei den Figuren ist mir aufgefallen, das ist, vielleicht ist es auch nur der Prototyp, das ist so eine Gummimasse. Und überraschenderweise kommen die Details, die kommen richtig gut raus. Also zum Beispiel hat der Minotaurus hat hinten einen Pfeil drinnen. Ich weiß nicht, wie widerstandsfähig und wie langhaltend dieses Material ist, wenn man da immer mal wieder rumbiegt oder sowas, ob das dann schnell abreißt und kaputt ist. Aber es schaut richtig überraschend gut aus. Ich weiß nicht, wie gut die Sachen zu bemalen sind. Wenn ihr da Erfahrung habt und ein Spiel kennt mit ähnlichem Material, dann schreibt uns das gerne unten in die Kommentare. Das interessiert bestimmt die meisten, die überlegen, vielleicht das Spiel zu backen. Ja, schaut euch das gerne mal an, wenn ihr auf Area Control, American Style und Auktionen steht. Direkt im Anschluss haben wir nochmal ein Auktionsspiel gespielt. Und zwar die Neuauflage von Ra. Und mit Auktionsspielen habe ich ja auch so meine Probleme, weil ich immer nicht weiß, was wert ist. Und grundsätzlich macht mir der Vorgang des Bietens macht mir auch nicht so viel Spaß. Also beide Spiele, die ich gespielt habe beim Sven, waren so ein bisschen mit Vorbehalt für mich, aber ich probiere die Sachen ja ganz gerne mal aus, einfach nur, dass ich sehe. Ist von Rainer Knizia, ist schon ein bisschen älter, die erste Auflage, und jetzt gab es eine neue Auflage. Die gibt es irgendwie nicht normal in Deutschland zu kaufen, wegen Lizenzproblemen oder so. Das heißt, wenn ihr die haben wollt, dann müsst ihr über den Sekundärmarkt gehen oder außerhalb von Deutschland kaufen und es euch dann liefern lassen, was halt immer ein bisschen teuer ist. Also vielleicht wird das noch irgendwie geklärt, da habe ich den aktuellen Stand leider nicht. Was ich zur Version sagen kann, die meisten Plättchen, also normal sind das glaube ich Pappplättchen, sind jetzt Holzplättchen und man hat so einen riesen Beutel, aus dem man dann immer reihum so ein Plättchen rauszieht. Dadurch baut man dann den Markt auf und irgendwann sagt man dann, okay, ich möchte jetzt bitte auf diesen Markt bieten. Die Plättchen holt man dann zu sich, wenn man die Auktion natürlich gewonnen hat, und es ist ein Set Collection. Manche Sachen werten direkt am Ende von der Runde. Also eine Runde geht, glaube ich, über so ungefähr 10 bis 15 Bietrunden. Und dann ist ein Zyklus quasi zu Ende und dann wird ein Teil der Plättchen wird gewertet und ein anderer Teil der Plättchen wird erst am Ende des Spiels gewertet, also nach 3 Zyklen. Ist ganz interessant, was es da alles für Möglichkeiten gibt, Sachen zu sammeln. Also die beeinflussen sich gegenseitig dann immer so ein bisschen. Set Collection, möglichst viele unterschiedliche, möglichst viele gleiche, von denen mehr als irgendwelche anderen. Und ihr kennt es ja, also was halt so typisch Set Collection ist, das erfindet das Rad jetzt auch nicht neu. Wobei ich natürlich nicht weiß, ob es damals, wo es rausgekommen ist, was Neues erfunden hat. Das Bieten funktioniert so, jeder hat 3 Beat-Chips mit einer Zahl drauf. Jede Zahl ist einzigartig, das heißt, keiner hat die gleiche Zahl. Die werden am Anfang verteilt, es gibt so eine Startaufstellung im Endeffekt, dass das ausgeglichen ist. Und immer wenn man bietet, darf man einen von den Beat-Markern nehmen. Ich glaube, die gehen von 1 bis 13 und bietet den. Dann ist der nächste Spieler dran, wenn der höher bietet, dann bekomme ich den wieder zurück. Aber es gibt nur eine Runde, das heißt, man muss sich schon sehr genau überlegen, was man bietet. Man kommt nicht nochmal dran. Wenn man die Auktion dann gewonnen hat, dann wandert der Beatstein, wandert auf das Tableau mit dem Markt. Man bekommt den Beatstein, der auf dem Markt liegt, und dreht den um. Das heißt, in diesem Zyklus hat man den nicht mehr zur Verfügung. Man bekommt also auch einen neuen Beatstein und muss sich das sehr wohl überlegen, ob man jetzt die 11 tauscht gegen eine 2, die man da bekommt. Zusätzlich zu natürlich den ganzen Steinen, die man bekommt für das Set Collection Spiel. Ja. Es hat mir zu lang gedauert, wir haben ungefähr eine Stunde gespielt und wie gesagt, der Akt des Bietens, worauf das Spiel ja schon sehr reduziert ist, der macht mir einfach nicht so wirklich viel Spaß. Und ich finde, dass das mit den Holzsteinen, das fühlt sich zwar cool an, aber für das, was das Spiel ist, ist es mir einfach zu übertrieben. Ich glaube, die Version kostet so 80 Euro für ein sehr reduziertes, gut designtes Beatspiel. Das ist einfach nicht meins. Es ist genauso wie damals bei Escape Plan. Das ist auch für das, was ist, einfach viel zu teuer. Ja, ich fände es gut vielleicht als so 40, 50 Euro Spiel, aber nicht von Eagle Griffin Game für 120 Euro mit mega dicker Pappe und so. Das braucht es dafür einfach nicht. Genauso wie für Ra. Und da kommt halt noch dazu, ja, ich brauche halt kein Beatspiel. Nach einer längeren Pause ist auch mal wieder Legendary Encounters Alien auf den Tisch gekommen, und zwar in einer Viererrunde mit Aline, Kevin und Jonas.
Und ich hatte ja vor kurzem Legendary Encounters X-Files auf dem Tisch und das hat mir ja nicht ganz so gut gefallen. Und Alien bestätigt es nochmal, weil Alien ist einfach reduzierter. Sauberer, leichter zu spielen, die Regeln sind nicht ganz optimal geschrieben, klar, aber man hat ja diese Matte, ja, und hier, also man sieht eh ziemlich alles, was man machen muss, man sieht, wo die Karten hinkommen, das heißt, Aufbau ist auch relativ leicht. Bei Alien ist es so, man muss Karten, Decks zusammenmischen, je nachdem, welchen Film man spielt. Aber das kann man im Endeffekt ein bisschen vorbereiten schon. Also wenn man eh immer nur die Filme spielt, kann man die direkt so einsortieren. Wenn man jetzt mehr Varianz will und einfach zufällige Decks zusammenpacken will, kann man das auch machen, aber dann funktionieren Synergien auch oft nicht so gut. Man baut auf, jeder kriegt sein Startdeck, das ist auch boxsimpel wie aus jedem Deckbilder, ein paar Karten zum Angreifen, ein paar Karten zum Kaufen. Der Markt, wie gesagt, ist abhängig davon, welches Alien-Spiel ich spiele, also welchen Alien-Film ich spiele. Hier oben gibt es den Hive, das ist dann das Bedrohungsdeck, da kommen die Aliens raus und die Alien kommen verdeckt hier in den Komplex und die rutschen darüber und sobald die irgendwie mal durch sind, kommen sie in die Combat Zone und da können sie dich angreifen. Solange sie im Komplex sind, kannst du sie aufdecken, du kannst sie scannen und da kannst du sie auch schon angreifen und vorab schon mal ein paar Bedrohungen ausschalten, weil immer wenn ein Spieler dran ist, kommt eine neue Karte rein und die pushen dann die anderen Karten weiter, bis sie in der Combat Zone sind. Und bis dahin möchte ich natürlich schon ein paar Karten gekauft haben. Die kaufe ich dann einfach aus dem HQ von den Karten, die zur Verfügung sind. Und da spezialisieren sich die Leute dann immer so ein bisschen. Es gibt Heilkarten, es gibt Scan-Karten, es gibt Karten, die mehr zum Kaufen da sind, Karten, die mehr zum Angreifen da sind. Und dadurch, dass es kooperativ ist im Vergleich zum normalen Legendary, macht es einfach, also mir macht es mehr Spaß. Dieses andere, das Marvel Legendary, das ist ja so semi-kooperativ, weil man muss ja den Superschurken trotzdem besiegen, aber am Schluss kriegt dann jeder Punkte. Ja, gut, Superhelden, je nachdem, wenn man halt das lieber mag. Aber ich finde Legendary Encounters Alien ist mein Lieblings-Legendary-Spiel. Thema, kooperativ, Deckbilder, relativ einfach, cooles Material. Ja, den anderen hat es auch gefallen. Das X-Files, das werde ich wieder verkaufen. Das hat einfach so ein paar zusätzliche Regeln, über die man ganz gerne mal stolpert und die das Spiel meiner Meinung nach weniger thematisch und unnötig komplizierter machen. Ja, also wenn von euch einer Legendary Encounters Alien gerne hätte, X-Files, da muss ich euch enttäuschen, ihr müsst, ich gebe nur X-Files her. Alien gebe ich nicht her. In der gleichen Zusammensetzung haben wir Isle of Trains All Aboard gespielt. Das ist ein kleiner Engine Builder, hat glaube ich 52 Karten oder irgendwie sowas, ein paar Holzmiepel in der Deluxe-Version, ansonsten sind es halt Pappmarker und es gibt noch ja, so ein paar kleine Pappmarker wie Siegpunkte und noch so ein Gleis, das den Rundenfortschritt im Endeffekt darstellt. Gab es schon mal unter Isle of Trains, ist 2014 von Dice Hate Me rausgekommen, in Deutschland dann von Lookout Games unter Bümmelbahn und jetzt hat Dranda Games nochmal eine Neuauflage rausgebracht, hat ein bisschen was erweitert, ich glaube die Passagiere sind zum Beispiel neu und bei uns kommt es bei Board Game Circus und zwar unter Island Express raus, also müsste jetzt dann gerade ausgeliefert werden, war ein Kickstarter, wird aber, soweit ich weiß, auch in den normalen Handel kommen. Das Schöne daran ist, dass es eine kleine Schachtel hat, relativ einfach auch erklärt ist und dass die Interaktion relativ hoch ist. Wir haben eine Insel in der Mitte, da gibt es verschiedene Stationen, da wollen bestimmte Passagiere hin, je nach Farbe und je nachdem, was für eine Stadt es ist, wollen sie auch verschiedene Güter haben. Es gibt Öl, es gibt Kohle und es gibt so eine Box, also Güter im Endeffekt. Und jeder von uns baut vor sich einen Zug auf. Wir fangen mit einer Lok an. Und können dann weitere Waggons hinbauen, die dann entweder Passagiere transportieren oder Güter. Oder es gibt nochmal so Spezialwägen, die einem besondere Vorteile geben. Das sind die Cabooses in der englischen Version, weiß gerade nicht, wie sie in der deutschen heißen. Außerdem kann man noch ein Gebäude bauen und in dem Gebäude kriegt man Siegpunkte fürs Spielende, für verschiedene Situationen auf dem Spielfeld. Wenn ich jetzt einen Waggon bauen will, dann muss ich diesen Waggon natürlich auf der Hand haben, jeder hat Handkarten. Und muss den Preis mit Handkarten zahlen, also ähnlich wie bei Race for the Galaxy. Das heißt, man muss immer überlegen, welche Karten will ich behalten, vielleicht auch für später, welche kann ich zum Bauen verwenden. Also die Karten sind sehr wichtig, weil sie die potenziellen Möglichkeiten sind, als auch die Währung. Wenn man jetzt den Wagen ausbaut, kann man auch Güter in diesen Waggon natürlich reinladen, also in den ganzen Zug reinladen. Aber nicht nur bei sich selber, sondern auch bei allen anderen Mitspielern. Ich gebe denen dann zwar dieses Gut und die können das dann verschicken, aber wenn ich es bei wem anders reinlade, bekomme ich den Bonus des Wagens.
das sind mehr Karten, das sind Siegpunkte, das sind Bonusaktionen. Ja? Und so muss man immer abwägen, was mache ich denn jetzt? Wenn ich die Sachen bei mir reinlade, habe ich zwar die Güter, aber kriege diesen Bonus nicht. Ja? Das finde ich ganz cool, aber man muss dann natürlich auch immer schauen, wo stehen denn die anderen ungefähr gerade punktemäßig und gebe ich dem jetzt gerade irgendwie eine richtig coole Ware, dass er direkt liefern kann oder einen richtig coolen Passagier. Die Passagiere, da gibt es von jeder Farbe, es gibt, soweit ich weiß, 6 Farben, wenn ich mich richtig erinnere, und jeweils 3 Stück, und die wollen auch zu einer bestimmten Region auf dieser Insel und geben dann einen Bonus. Auch wieder Karten, Bonusaktion, und je früher man diesen zum Beispiel einen grünen Passagier abgibt, desto mehr ist er wert. Der erste ist dann zum Beispiel 5 Karten wert, dann nur noch 4 der nächste und dann nur noch 3. Also am Schluss ist es dann schon ganz cool, wenn du sagst, ja gut, diesen einen pinken da, den kann ich dir ruhig mit reingeben, weil du kriegst nichts mehr dafür, nicht mehr wirklich, und ich krieg dafür aber 4 Karten. Das Spiel ist vorbei, sobald 6-mal entweder ein Bahnhof mit Passagieren aufgefüllt worden ist, also 3 Passagiere, oder ich habe vorher auch gesagt, man kann zu den verschiedenen Städten kann man Waren hinliefern. Also wenn man zum Beispiel 2 Öl hat, kann man eine dieser Städte beliefern. Dann nimmt man sich diese Karte, weil die Insel ist natürlich auch aus Karten aufgebaut, und kriegt Siegpunkte dafür. Genau, Siegpunkte gibt es am Schluss für gelieferte Sachen, für Sachen, die noch geladen sind, für gegebenenfalls die Gebäude, die man gebaut hat, und für den Zug, den man gebaut hat. Spielt sich ungefähr mit Regelerklärung, würde ich sagen, in 1,5 Stunden, ohne Regelerklärung dann in 1 Stunde. Ich habe es jetzt inzwischen 3-mal gespielt, 1-mal auf der Messe, da seht ihr jetzt vielleicht gleich noch ein Bild davon. Das war auch eine interessante Runde, weil wir im Lauf des Spieles immer neue Regeln entdeckt haben. Also die Erklärung war lückenhaft, sagen wir mal. Wobei jetzt beim letzten Spiel hat mich der Kevin auch auf 1-2 Sachen hingewiesen, die wir bisher nicht richtig gespielt haben. Ja, danke Kevin an der Stelle. Ich hatte es dann mal zu dritt gespielt und zu viert. Also in den Besetzungen funktioniert es. Es dauert auch nicht lang und es ist schnell erklärt. Ja? Guckt euch das mal an. Wie gesagt, kommt jetzt demnächst in Retail und ich werde da noch eine Review dazu machen, weil diese Version, die haben wir tatsächlich von Dranda Games auf der Messe geschenkt bekommen als Rezensionsexemplar, und vom Board Game Circus kriegt Benny und Dennis nochmal eine Version. Damit wir bei unserem neuen Review-Format müssen ja mehr als ein Brettspiel sucht, die dieses Spiel gespielt haben. Ja, genau. Cooles Spiel. Also, ja. Das ist jetzt natürlich die Frage, ob ihr mir das glaubt mit dem ganzen, mit der ganzen Diskussion aktuell über bezahlte Reviews. Das ist ja in Deutschland nicht ganz so krass wie in Amerika. Da gibt es ja tatsächlich Leute, die ihren Lebensunterhalt ausschließlich mit Rezensionen verdienen. Und dann da vielleicht auch ein bisschen ja, eine andere Meinung persönlich vertreten als die, die sie dann präsentieren, könnte ich mir gut vorstellen. Bei uns ist es so, dass ich eigentlich nur ein Rezensionsexemplar anfrage, wenn ich auch Lust auf das Spiel habe. Ja, von daher, hoffentlich ist es nicht zu sehr eingefärbt davon, dass wir das Spiel umsonst bekommen. Ein bisschen vielleicht schon. Ja, genau kann ich es nicht sagen. Insgesamt 3-mal habe ich jetzt auch endlich Aeon's Trespass Odyssey gespielt. Das ist ungefähr seit einem halben Jahr bei mir in der Sammlung. Ist ein riesen Kickstarter-Projekt gewesen. Ich glaube, ich habe 450 Euro rein investiert. Das ist die Grundbox mit 3 Zyklen, a 50 Stunden Spielzeit, plus Zyklus 4 und 5, die noch kommen in der Second Wave. Nochmal so viel Spielzeit. Ich habe noch die Playmat dazu und die Deluxe-Tiles. Worum geht es in Aeon's Trespass Odyssey? Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, weil ihr entweder nicht so mit Kickstarter euch beschäftigt oder unter einem Stein gewohnt habt, weil das ist schon im Endeffekt in aller Munde für die Leute, die gerne Kingdom Death Monster, Boss Battler, Riesenfiguren, Spiele mögen. Es ist eine Mischung aus einem Boss-Battler, das heißt, wir spielen Titanen und kämpfen gegen die Primordials. Das sind in der griechischen Mythologie riesengroße Monster, die die Zivilisation bedrohen. Und die Titanen werden von den Argonath gesteuert und das funktioniert ein bisschen so wie in Pacific Rim. Das heißt, die Argonath sitzen auf der Argo, das ist ein Riesenschiff, quasi unser Headquarter, und sitzen da in so einem Tank drin.
mit so einem Helm und die steuern die Titanen, die dann gegen die Primordials kämpfen, weil die armseligen Menschen können natürlich niemals gegen einen Primordial kämpfen, die sind einfach viel zu groß und man hätte überhaupt gar keine Chance und deswegen nutzt man diese Titans. Es gibt also diesen Kampf, das ist ein Spielbrett, in der Mitte steht der Primordial und außenrum die Titanen. Man spielt immer abwechselnd, einmal der Primordial, einmal alle Titanen und man hat Ausrüstung, man kann sich bewegen, man kann angreifen, es gibt Gelände. Und je nachdem, was für ein Primordial es ist, hat er auch ganz andere Aktionskarten. Es ist so ein Deck mit AI-Karten, die zieht man, führt die aus, der bewegt sich, der greift an, der macht allen möglichen Schabernack und meistens killt er halt die Titanen. Dann müssen die Titanen zurückschlagen, haben auch Waffen und wenn du den Primordial triffst, dann ziehst du eine Bodypart-Karte. Je nachdem, wo du ihn triffst, musst du wieder würfeln und dann verletzt du ihn und irgendwann besiegst du ihn. Wenn du ihn besiegst, kriegst du Ressourcen. Und mit den Ressourcen kannst du die Argo und die Titanen wieder aufwerten. Und dann gibt es noch den großen, großen anderen Teil in dem Spiel. Das ist die Geschichte. Da gibt es für jeden Zyklus ein ungefähr 80-seitiges Buch. Die Abschnitte sind alle durchnummeriert. Und je nachdem, wo du wie dich entscheidest, musst du halt wie so ein Abenteuerspielbuch so ein bisschen, dass du halt dann einfach weiterliest, je nachdem, wie du dich entschieden hast. Und es gibt eine Karte, auf der du dich mit deiner Argo bewegst. Und das ist ein kleines bisschen so wie bei Seventh Continent. Das heißt, du hast deine Karte, die du aufgebaut hast. Und sobald du dich über den Rand hinweg bewegst, gibt es ein neues Teil. Und da gibt es neue Möglichkeiten. Ich glaube, es sind auch ein paar Rätsel mit drauf versteckt oder ein paar Hinweise. Aber natürlich bei weitem nicht so krass wie in Seventh Continent, wo du wirklich Rätsel auf diesen einzelnen Plättchen lösen kannst. Ja, das ist bei Seventh Continent nochmal deutlich besser. Aber hier ist es ja auch nur ungefähr die Hälfte des Spiels oder vielleicht ein Drittel. Also ein Drittel ist dieses Erkunden, ein Drittel vielleicht ist die Geschichte und ein Drittel ist das Kämpfen. Ich habe mit dem René zusammen jetzt diese Kampagne angefangen. Und zwar in einer Zweierrunde, weil ich glaube, dass eine Zweierbesetzung optimal dafür geeignet ist, um auch den Fluss der Kampagne nicht so zu unterbrechen. Weil wenn du zu viert spielst, zum einen musst du natürlich alle Leute koordinieren und es dauert halt auch immer ein bisschen länger, bis vier Leute dann am Tisch beschlossen haben, wie sie denn jetzt diesen Kampf ausführen oder diese Aktion ausführen. Das heißt, wir spielen zu zweit mit der Option, immer wenn jemand Bock hat, das haben wir jetzt auch schon zweimal gemacht, kann jemand mit einsteigen für diesen Kampf, für diese Geschichte. Was da natürlich fehlt, ist, was davor und dahinter passiert ist. Das heißt, man hat immer nur so einen kleinen Einblick. Aber wenn man einfach nur mal reinschnuppern will in das Spiel, ist das auch vollkommen in Ordnung. Wir haben das Tutorial gespielt mit gleichzeitig Regeln lesen. Das hat ganz gut funktioniert, hat allerdings 4 Stunden gedauert. Das ist dann so ein bisschen irgendwie ein Kampf und ein bisschen entdecken. Und dann muss man sich eigentlich das Regelbuch durchlesen, weil da steht alles nochmal viel detaillierter drin und irgendwie Zusatz-Sonderregeln, bla bla bla. Also man ist schon mit Regeln lesen bestimmt auch nochmal 3-4 Stunden beschäftigt. Und dann hat man das Regelbuch auch immer daneben liegen, wenn man spielt. Weil Aeon's Trespass Odyssey ist auf gar keinen Fall ein leichtes Spiel, hat eine Komplexität von über 4, hat viele kleinteilige Regeln und manchmal ist man sich nicht so ganz sicher, wie man jetzt Regeln auslegen soll. Es gab ein Video von Quackalope, der hat das Spiel ziemlich zerrissen. Da ist viel Unschönes auch noch mit daneben beigelaufen, deswegen gehe ich da jetzt nicht drauf ein. Ich verstehe es, dass er sagt, das Spiel ist unspielbar. Es stimmt nicht ganz, aber man muss immer wieder reinschauen in das Regelbuch. Und man macht auch immer ganz gerne wieder Fehler. Aber es ist nicht so tragisch. Es ist ein kooperatives Spiel. Man wird jedes Mal immer wieder besser. Und ja, mein Gott, dann schaue ich halt nach. Deswegen ist es auch ganz cool, wenn man zu zweit spielt, wenn sich beide darauf einlassen. Es hat nicht so diesen guten Spielfluss, dass einfach alles so vor sich hin plätschert, sondern du machst was, wie war das nochmal, man schaut. Es erinnert mich so ein bisschen ans Rollenspielen, wo man damals noch nicht so wirklich viel Ahnung hatte. Ja, und ich glaube, wenn man den ersten Zyklus durchgespielt hat, oder jetzt dann auch so nach der dritten, vierten, fünften Partie, müsste es auch deutlich flüssiger laufen. Jeder Zyklus erzählt eine andere Geschichte. Jeder Zyklus hat andere Monster, hat andere, teilweise auch andere Regeln, aber sie hängen ein bisschen zusammen. Also Entscheidungen, die ich in dem Zyklus getroffen habe, übertragen sich in den nächsten Zyklus. Ja, ich bin gehuckt. Ich finde es super spannend. Es ist immer wieder ein relativ großer Aufwand, das auf den Tisch zu bringen. Und es ist dann normalerweise auch das einzige Spiel, das man an diesem Abend spielt. Aber wir haben jetzt gesagt, wir versuchen alle 2 Wochen weiterzuspielen und sind dann hoffentlich in einem halben Jahr oder sowas mit dem ersten Zyklus fertig.
Vor kurzem ist jetzt für einen Nachfolger nochmal ein Kickstarter gewesen. Da bin ich auch wieder drinnen. Ich habe keine Ahnung, wann ich das alles spielen soll. Das waren jetzt nochmal 400 Euro. Ja, ich bin froh, dass ich das jetzt mal angefangen habe. Und es gefällt mir richtig, richtig gut. Wenn ihr mehr zu Aeons Trespass Odyssey hören wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare und am besten auch, in welcher Form ihr das hören wollt. Wir hatten ja mal von Oathsworn, haben wir ja mal so ein Tagebuch gemacht. Das wird nicht so gut geklickt. Ja, sagt mir einfach, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wenn ihr Fragen habt, vielleicht kann ich die auch direkt in den Kommentaren beantworten. Und wenn ihr in München und Umgebung seid oder mal hier vorbeikommt und das mal spielen wollt, dann könnt ihr euch auch einfach bei mir melden, dann kriegen wir das bestimmt auch irgendwie hin. Kommen wir jetzt noch zur Frage des Monats, diesmal von Benny. Immersion in Brettspielen. Ja, ich glaube, das meiste, was ich bei mir bisher gemacht habe, ist, dass ich entsprechende Musik spiele. Und auch da ist es so, natürlich eher in thematischen Spielen. Also Aeons Trespass Odyssey, Gloomhaven, Herr der Ringe, Eldritch Horror. Bei solchen Sachen läuft immer so ein bisschen im Hintergrund die Musik. Licht, Essen, ich glaube, das ist mir einfach alles zu aufwendig. Das würde ich vielleicht mal machen, wenn man ein dediziertes Event für irgendeine bestimmte Sache macht. Also wenn man zum Beispiel jetzt sagt, okay, wir machen ein Eldritch Horror Wochenende oder irgendwie sowas. Da könnte ich mir vorstellen, dass man da vielleicht ein bisschen mehr rein investiert. Ansonsten steht bei uns tatsächlich schon das Spiel im Vordergrund. Und Musik ist das Einfachste, wie man das unterstützen kann. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Es war heute mal wieder ein bisschen mehr. Ich hoffe, ihr fandet es gut, dass ich die UK Games Expo da jetzt mit reingepackt habe. Ansonsten hättet ihr auf das Video für die UK Games Expo einfach nochmal ein bisschen länger warten müssen. Dadurch ist die Folge jetzt ein bisschen länger. Teil UK Games Expo, Teil aufgetischt. Wobei die meisten Spiele habe ich ja, wie gesagt, eher auf der UK Games Expo gespielt. Bleibt noch mein Spiel des Monats. Und zwar ist das, wenig verwunderlich, die große weiße Box. Aeon Trespass Odyssey, ein Wahnsinns-Brettspielerlebnis, das einen gewissen Eigeninvest erfordert. Aber wenn ihr dazu bereit seid und wenn ihr jemanden habt, der das daheim hat, oder vielleicht wart ihr selber verrückt genug, so wie ich, dass ihr es euch besorgt, es ist ein richtig cooles Brettspielerlebnis. Und bisher würde ich sagen, mein bestes Brettspielerlebnis des Jahres. So viel von mir. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.